Ich würde sagen, ich versuche das Simple Life schon in einem luxuriösen Rahmen, soweit es praktikabel erscheint, umzusetzen. Ja, seit mittlerweile 6 Jahren etwa. Zuerst in einer 28 Quadratmeter Einheit, dann bin ich auf 44 Quadratmeter gezogen, weil ich bei uns neue Modelle immer erstmal persönlich ausprobieren muss. Wie funktioniert es im Winter, im Sommer, im Alltag mit Gästen und so weiter. Also wir haben eine gute Isolierung. Alles andere wäre in unseren Breiten albern. Jeder Wagen hat im Grunde einen Kaminofen, weil das Kaminfeuer im Winter natürlich auch sehr angenehm ein Trost gegen den deutschen Winter ist, sozusagen. Die Glut im Ofen, die Strahlungswärme. Die Öfen schaffen das, jeden Wagen bei jeder Außentemperatur auf angenehme Innentemperaturen aufzuheizen. Und das deutlich schneller als in einem Gebäude aus Stein, weil ja das Holz wesentlich schneller die Temperatur annimmt und nicht diese Masse von Steinen erst aufgeheizt werden muss. Wir haben hier eine Küchenzeile von 2,50 Meter Länge, 4 Flammen Kochfeld, einem Kühlschrank, ein paar Schubladen und Unterschränken sowie Oberschränken. Ein Küchentisch, der sich wegklappen lässt, falls man Platz braucht. Und alternativ auch zum Ausziehen, aber immer an einem schönen Fenster mit Blick nach draußen. Abtrennbarer Schlafarbeitsraum, der entweder einen Schreibtisch zulässt, der einfach aus diesem Schrank herausgeklappt wird und hier einen Stauraum bietet für Schreibtischlampe, Monitor, PC ist unten verbaut, Ordner verdecken sich gleich, wenn die Platte hochgeklappt wird. Man gewöhnt sich dran, weil ein aufgeräumter Schreibtisch ist morgens natürlich sehr angenehm. Und wenn man nachts die Augen aufmacht und einen Ordner mit Finanzamt drauf sieht, dass nicht jedermanns Fall ist. Das Bett wird im Alltag hochgeklappt und abends nach erledigter Arbeit heruntergeklappt. So dass man hier 1,40 x 2,10 an Schlaffläche hat, mit einer angenehmen Fenstersituation drum, die durchaus auch von der Höhe her optimiert sind, dass man außen im Bett liegend nicht gesehen wird, aber nur die Augen aufmachen muss, um immer einen schönen Blick nach draußen zu haben. Abtrennbar ist dieser Raum durch die Schiebetür dieses Schrankes. Um zu hohe Wärme hier drin zu verhindern, zu hohe Temperaturen, aber auch um bei kurzfristig hereinkommenden Gästen hier den Blick hinein zu unterbinden. Oder wenn Gäste da sind, dass man einfach in Ruhe arbeiten oder schlafen möchte. Das Bad ist hier in einem großen Erker, der zum Transport reingeschoben wird, untergebracht. Wir haben eine Trenntoilette, die kein Spülwasser und keine Chemie braucht. Und eine Dusche von 80x90 mit einem pflegeleichten Material ausgekleidet. Ein Schlafsofa mit einer Relax-Funktion und einem Sofatisch. In der Regel bringen wir einen ganz normalen Flachbildschirm an einem Gestell unter der Decke an, was dann, wenn man ihn nicht braucht, weggeklappt wird und bei Bedarf von der Decke runtergelassen wird. Das ist bei uns sehr bewährt, diese Klapptechnik, weil er ist drehbar, der Fernseher, und lässt sich auch nach draußen drehen, um mit vielen Leuten das Bild zu verfolgen. Natürlich auch zum Küchentisch. Naja, man hat ein Kaminfeuer im Winter, man hat eine Terrasse im Sommer, man hat bodentiefe Fenster, eine Küche, eine Waschmaschine, ein Bett, einen Schreibtisch und einen Küchentisch, ein Sofa. Was braucht man letzten Endes mehr? Jeder Wagen hat ein Klappdach über dem Eingang, was man zum Transport herunterklappt und die Terrasse hoch, um Straßenbreite zu erreichen. Auf der anderen Seite, dem Eingang gegenüberliegend, wird ein großer Erker rausgeschoben. Auch für das Brennholz, es passt genau der Bedarf für ein Jahr Heizmaterial darunter. Ja, am Anfang denkt man, wohin damit? Und eine Annonce im Internet ist da selten zielführend gewesen.
Allerdings, je näher man auf das Thema zugeht, umso eher kommt man auch auf ungewöhnliche Wege, einen Platz zu finden, wo so etwas platziert werden kann. Viele Gemeinden sind gerade durch die Flüchtlingsproblematik der vergangenen Jahre daran gewöhnt, dass man durchaus auch komplexe Gebäude innerhalb kurzer Zeit hinstellen kann und sobald sich der Sinn erübrigt hat, wieder wegräumt, sodass man anfängt, Standgenehmigungen zu erteilen. Das meint eine mobile Wohneinheit, die nicht für, bis sie mal nicht mehr brauchbar ist und abgerissen wird, nur eine bestimmte Zeit an einem Platz genutzt wird, solange das sinnvoll erscheint und dann, ohne irgendetwas zu hinterlassen, wieder verschwindet. In der Regel sind es Leute, die darin wohnen wollen und einfach ihr persönliches, privates Wohnumfeld auf ein Maß reduzieren wollen, was überschaubar ist, nicht beengend, einen entbindet von den ganzen Pflichten, größeren Materieumfang ständig zu pflegen und das Leben insgesamt einfacher macht, weil man einfach nicht so viel hat, wo man sich drum kümmern muss.